Dies ist nun die Kommunionkerze meines Sohnes, die nun in der Kirche aufgestellt worden ist mit den anderen Kommunionkindern dazu. Bei uns ist dies Tradition, dass die Eltern und Kinder zusammen die Kommunionkerze zum Vorstellen der Kommunionkinder vor der Gemeinde basteln. Und dies wäre für euch mein Vorschlag dazu. Hallo, heute habe ich für euch eine Idee zu einer Kommunionkerze, einen Vorschlag zur Dekoration oder zu einer Taufe oder zu einer Hochzeit. Und zwar habe ich hier für meinen Sohn zur Kommunion eine Kerze gebastelt, mit Wachsplatten dekoriert, was ich euch schon einmal in einem anderen Video gezeigt habe. Wie einfach dies zu machen ist und wie toll das Ergebnis aussehen kann. Auf dieser Kerze ist nun der Name meines Sohnes und das Jahr der Kommunion. Ein Kelch, ein Kreuz und Jesus Christus am Kreuz in 3D. Die Bordüre in Blau habe ich so als Platte gekauft und nur auseinandergeschnitten. Bei uns ist es so, dass wir diese Kerze in die Kirche stellen, wenn die Kinder in der Gemeinde als Kommunionkinder vorgestellt werden. Und es ist immer wieder eine schöne Aktion, dies zusammen mit seinem Kind zu basteln. Mein Sohn hat auf dieser Kerze selber ein Herz noch darauf gemacht. Vielleicht gefällt euch ja dieses auch zusammen mit euren Kindern zu machen. Oder es ist auch wunderschön als Idee, wenn man ein Patenkind bekommt, eine solche Kerze zur Taufe zu verschenken. Schön ist es auch für eine goldene Hochzeit, eine silberne Hochzeit, zu einem Hochzeitstag eine solche Kerze zu basteln und zu überreichen. Und ganz toll ist es auch noch, man könnte auch ein Foto auf die Kerze setzen und mit Wachs umranden. Das hält auch sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt, immer gerne her damit. Ich hoffe, euch hat die Idee zur edlen Jubiläumskerze, Festkerze gefallen und bis wieder einmal.